Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns jetzt am Zielort und wir haben hier eine Markierung, dass wir die... Oh, stand da gerade was mit... Dass wir Ostumir untersuchen sollen? Ruht euch etwas aus. Ja! Ich hab's richtig gelesen. Helfen wir diesen Leuten. Beragon. Ich hoffe mal, dass das dann auch... Ja, genau, er steht mitten im Kreis. Dann müsste das die richtige Quest sein. Ihr habt wohl beim Kampf gegen die Rückbesinnung in Gratwald noch nicht genug von mir bekommen, was? Aber uns bleibt keine Zeit zum Plaudern, Freundin. Ich habe Verwundete hier und in Ostumir sind noch mehr. Wollen wir sie in Sicherheit bringen, bevor der Boden erneut erbebt? Was ist hier geschehen? Grünsprecherin Sorilen bat mich in einem Brief, mich hier mit ihr zu treffen. Als ich ankam, erbebte der Boden wie ein wütendes Waldmammut. Ganze Gebäude stürzten ein und begruben ihre Bewohner unter sich. Als der neue Wald auftauchte, beschädigte er das Dorf. Das hier könnte der Todesstoß sein. Neuer Wald? Vor ein paar Monaten wurden ehemals sanfte Hügel und ergiebiges kolovianisches Ackerland plötzlich von diesem gewaltigen Wald überwuchert. Wenn ihr mir helft, noch mehr Überlebende von Ostumir zu retten, dann können wir Sorilen suchen. Und es wäre mir auch ein paar Münzen wert. Ich werde euch bei der Rettung der Dorfbewohner und bei eurer Suche nach Grünsprecherin Sorilen helfen. Lauscht im Dorf nach Hilferufen. Die Leute könnten unter dem Geröll begraben sein oder in eingestürzten Häusern gefangen. Aber hütet euch vor den merkwürdigen Bestien, die nach dem Erdbeben auftauchten. Und haltet die Augen offen nach Grünsprecherin Sorilen. Ja, die Leute sind in Gefahr, könnten unter Schutt und Asche versteckt sein. Ich frag mal, erzählt mir von Ostumir. Es ist ein typisches kolovianisches Dorf. Oder vielmehr war es das. Bekannt für Fischerei und Handel. Soweit ich weiß, ist dieser Wald vor ein paar Monaten aus dem Nichts gewachsen. Er hat gewaltigen Schaden angerichtet und die Bewohner vertrieben. Als die Sache hier passierte, kamen sie gerade nach und nach zurück. Wir sind ganz in der Nähe von Walenwald, nicht wahr? Ja, und dieser neue Wald ist, als ob Walenwald über den Fluss gesprungen und sich hier ausgebreitet hätte. Ich kann mich an die Gründung von Ostumir erinnern. Einige Waldelfen hielten den Akt für den ersten Schritt einer Invasion. Aber eine Fischersiedlung stellte keine Gefahr dar. Und das sahen sie am Ende auch ein. Ihr sagtet etwas über einen neuen Wald? Das ist eines der Dinge, denen ich nachgehe. Etwas hat diesen Wald schnell wachsen lassen. Also gehe ich davon aus, dass Magie im Spiel war. Anhand des Wachstumsmusters vermute ich, dass dieses Stück Land entlang des Flusses der Ursprung des neuen Wachstums war. Könnte Walenwald das verursacht haben? Das ist... Ich würde lieber keine Mutmaßungen anstellen. Waldelfische Magie kann Wachstum beschleunigen und leiten, aber nicht in dieser Größenordnung. Und nicht so wild und ungezähmt, dass dabei ganze Dörfer zerstört werden. Dennoch habe ich vor, mir das genauer anzusehen. Später, nachdem wir diesen Leuten geholfen haben. Mehr muss ich nicht über Ostumir wissen. Fragen sind schön und gut, aber wir müssen hier Leute retten. Wolltet ihr sonst noch etwas wissen? Ansonsten sollten wir unsere Rettungsaktion fortsetzen, Freundin. Warum wollte Grünsprecherin Sorilen sich hier mit euch treffen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ihr Brief war ziemlich kurz. Darin stand nur, dass sie in Ostumir etwas herausgefunden hat, das angeblich so wichtig ist, dass ich es mir selbst ansehen muss. Sie möchte ihre Entdeckung mit mir teilen. Mehr weiß ich nicht. Wisst ihr, warum sie nach Ostumir kam? Keine Ahnung. Zuletzt hörte ich, dass sie Teil der waldelfischen Siedlung von Vashabar war. Das ist ganz in der Nähe. Vashabar? So nennen die Waldelfen, die sich hier niederließen, nachdem der Wald auftauchte, ihre Stadt. Sie liegt nördlich von hier. Wie dem auch sei, vielleicht ist sie wegen der Aileiden-Ruinen nach Ostumir gekommen. Es gibt eine Menge in der Nähe, die sie interessieren könnten, aber das ist nur eine Vermutung. Sie interessiert sich für Aileiden? So lernten wir uns kennen. Ich interessiere mich für Geschichte im Allgemeinen und sie studiert die Aileiden. Die Kultur und Geschichte dieser alten Elfen fasziniert sie. Meine eigenen Interessen waren rein praktischer Natur. Sachen, die mir in meinen Abenteuertagen nutzen konnten.
Ihr nanntet Sorilen eine Grünsprecherin. Was sind das für Leute? Die besten Kundigen der Naturmagie in Tamriel. Grünsprecher wedeln nur mit den Fingern und schon formt sich ein Baum zu einem Zuhause. Sie ermöglichen es den Waldelfen, Städte zu errichten, ohne dem Wald Schaden zuzufügen. Wir sollten nach Grünsprecherin Solirin suchen. Ich mache mir ebenfalls Sorgen um sie, aber Sorilen ist kein zartes Glockenblümchen. Sie hat mir schon einige Male gezeigt, dass sie sich durchaus selbst zu helfen weiß. Helfen wir den anderen Überlebenden und dann versuchen wir, ihre Fährte aufzunehmen. Wie ist es euch seit unserem letzten Treffen ergangen? Ich hatte versucht, mein Abenteurerleben an den Nagel zu hängen, aber die Ereignisse in letzter Zeit ließen mir keine Wahl. Bei der Rückbesinnung werden meine Ohren heiß. Das passiert immer, wenn Gefahr droht. Irgendwann werde ich mich wieder meinen Pflichten als Schriftgelehrter widmen. Bis zum nächsten Abenteuer. Habt ihr in letzter Zeit etwas von Evely Schaffall gehört? Evely bereist Tamriel und führt das Leben einer wandernden Heldin. Hin und wieder erzählt sie mir in Briefen Geschichten ihrer Abenteuer. Ich bin stolz auf das, was sie geworden ist. Wenn ich von ihr höre, richte ich ihr aus, dass ich euch getroffen habe. Ich hätte ein paar andere Fragen. Wir können uns weiter unterhalten, sobald wir den Leuten hier geholfen haben. Na gut, jetzt kann man hier nicht mehr. Okay, dann hören wir mal auf zu reden. Wo müssen wir jetzt hin? Moment. In die Richtung, ne? Rettet die Einwohner. Ja, das war ja anscheinend nicht so wichtig, die Einwohner zu retten. Spitzt eure Ohren und folgt allen Hilferufen. Der ist schon tot. Hilfe! Ich komme hier nicht raus! Die Tür ist zerstört! Weg mit den Trümmern! Bin doch schon weg. Ich dachte schon, das sei mein Grab. Tiefer. Hier? Nee. Dahinter wahrscheinlich. Alter, ja, lass mich doch mal in Ruhe. Ja, du ziehst mich jetzt auch gleich noch weg, ich weiß. Das war so klar. Und der Nächste zieht mich weg, weil ich nicht laufen kann. Ihr seid nun sicher. Geht zu eurer Familie. Hallöchen. Beragon. Oh, wer ist eure Freundin? Ich hatte dieses Beben in keinster Weise vorhergesehen, als ich Beragon bat, mich hier aufzusuchen. Die Natur ist höchst unberechenbar. Außerdem hätte ich nicht erwartet, dass er in Begleitung kommt. Also, wer seid ihr, Freundin von Beragon? Nur jemand, der zufällig vorbeikam und ihm helfen wollte, Überlebende zu retten. Warum habt ihr ihn hierher eingeladen? Leuten in gefährlichen Lagen helfen? Ja, klingt nach Beragon. Kann es ihm nicht verübeln, dass er Hilfe annimmt. Ich habe ihn zu mir nach Ostumir gebeten, weil ich etwas Hochinteressantes herausgefunden habe. Etwas Wundersames. Das muss er mit eigenen Augen sehen. Das klingt spannend. Was habt ihr herausgefunden? Nein, nein. Beragon kann diese Entdeckung nur verstehen, wenn er sie selbst erlebt. Wie wäre es, wenn wir sie uns gemeinsam ansehen? Sie ist unten in der Aileiden-Ruine, in der Nähe. Ich zeige sie euch beiden. Sie ist wirklich erstaunlich. Nun denn, betreten wir die Aileiden-Ruine. Beragon ist ein alter Freund. Er wird meine Entdeckung zu schätzen wissen. Und ihr hoffentlich ebenfalls. Die Ruine liegt südöstlich des Dorfes. Ich warte vor dem Eingang auf euch, wenn ihr den Überlebenden geholfen habt. Ich kann es kaum erwarten, Beragon meinen Fund zu präsentieren. Warum seid ihr nach Ostumir gekommen? Ich bin nicht nur Grünsprecherin. Ich untersuche auch die Aileiden und die Geschichte der Wildelfen für die Universität von Gwylym. Die Ruine in der Nähe rief nach mir, sobald ich sie bemerkte. Und was ich entdeckt habe... Nein, nein, das müsst ihr euch selbst ansehen. Ihr scheint besonders interessiert zu sein an den Aileiden. Warum nicht? Alle Bosmer können ihre Herkunft direkt auf die alten Aileiden beziehen. Nun ja, fast alle. Diese geschichtliche Tatsache überrascht viele und ist mitunter kontrovers. Aber meine Forschung zeigt definitiv, dass wir die Erben dieses Vermächtnisses sind. Warum sollte das kontrovers sein? Gelehrte anderer Kulturen sind erfüllt von einer abscheulichen Borniertheit gegenüber den Bosmer. Für sie sind wir einer derart edlen Abstammung nicht würdig. Aber da irren sie sich offensichtlich. Ihr solltet mein Buch lesen. Es enthält sämtliche Belege, die es braucht, um Zweifler zu überzeugen. Erzählt mir von den Grünsprechern.
Grünspeicher sind ein wesentlicher Teil der Bosmer-Gemeinschaft. Und ich gehe in meiner Rolle auf. Das Grün zu formen ist eine Kunst. Dabei wird meine Stimme eins mit dem Lied der Natur. Und ich weise das Wachstum der Dinge an. Wir kontrollieren die Natur nicht. Wir unterhalten uns mit ihr. Beragon erzählte mir, dass dieser Wald vor kurzem wuchs. Steckt da Grünsprechen dahinter? Hat euch das Beragon erzählt? Nein. Gewöhnliches Grünsprechen kann so große Dinge wie diesen neuen Wald nicht beeinflussen. Und ganz sicher nicht so schnell, wie dieser erschien. Darüber hinaus möchte ich keine Mutmaßungen anstellen. Das widerspricht meiner Ausbildung als Forscherin. Und woher kennt ihr Beragon? Wir wuchsen zusammen auf. Er machte sich auf den Weg eines Kriegers und Jägers, während ich als Grünsprecherin ausgebildet wurde. Er war ebenfalls an der Wissenschaft interessiert und unsere gemeinsamen Studien verbanden uns. Er wurde mir ein guter Freund. Nun gut, das dürfen wir mitnehmen, sehr schön. Diese Kreaturen gibt es nur in Dämmerholz. Sie sehen so merkwürdig aus. Moment, rettet die Einwohner? Rettet die Einwohner. Doch, das geht in beide Richtungen. Wo bin ich denn? Hier unten. Frage ist jetzt nur, wo sind die Einwohner hier? Der ist tot. Hier Hilfe! Die Ranken lassen mich nicht los! Danke. Sogar die Pflanzen wollten mich umbringen. Alter, wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Na, spring da hoch. Das ist eine Abkürzung. Hoffe ich zumindest. Was ist geschehen? Es tut so weh, Schwester. So. Ich weiß, Käferchen. Helf mir, das hier wegzuschaffen. Käferchen. Danke. Ich komme nie wieder hierher. Sorilen wartet in der Ruine östlich von hier. Gehen wir. Wenn ihr weg seid, kann ich eure Sachen doch mal eben nehmen, oder? Nein, okay, wir können die auch schon nehmen, wenn die noch nicht weg sind. Aber das ist wirklich ein schönes Örtchen, wo wir noch mal ein bisschen stöbern können. So, Bücherregal natürlich auch. So. Dann. In der Richtung. Nee, das ist Helf Beragon. Findet die Ruinen höher. Ich glaube aber nicht, dass wir hier so da durchkommen. Wir können es mal probieren. Ich mache da mal eben eine Markierung hin, damit man es vielleicht ein bisschen besser sieht. Ja! Wir können es mal probieren. Doch, hier. Ja, dir kann ich leider nicht mehr helfen. Tut mir leid. Oh, gehen wir noch nicht auf die Nerven. So, auf Befehl von Aufseher Viergott. Unsere Grünsprecher versicherten uns, dass neue Wildbrandsamen in der Gegend zu Ostumia wachsen würden, da dort das Epizentrum des ursprünglichen Waldbrandrituals liegt. Untersucht die Aleidenruinen in der Nähe nach einem ausgewachsenen Wildbrandsamen. Findet und bergt so schnell wie möglich einen Samen. Es ist entscheidend, dass wir bei der nächsten Phase unseres Feldzugs einen solchen Samen haben. Koste es, was es wolle. Betretet die Ruinen, die sich unter Ostumia erstrecken. Bei den Wurzeln, aus denen Dämmerholz entstanden ist, sollte ein großer Samen liegen. Ihr werdet ihn erkennen, wenn ihr ihn seht. Nehmt den Samen an euch und bringt ihn mir. Darunter ist eine Nachricht in anderer Handschrift gekritzelt. Beragon und Anhang, ich muss aus offensichtlichen Gründen fliehen. Sucht mich unten in den Ruinen auf. Ich denke, was ich euch zu zeigen habe, wird euch gefallen. Wildbrandsamen? Ich weiß nicht so recht, was das sein könnte, doch die Handschrift unten, sie gehört Sorilen. Die Handschrift unten auf der Nachricht ist definitiv die von Sorilen. Sieht ihr ähnlich, einfach allein in eine Ruine zu rennen. Aber ich hätte hier nicht mit der Rückbesinnung gerechnet. Sie begibt sich noch mehr in Gefahr, als ihr klar ist. Die Notiz weist darauf hin, dass sie nach einem Wildbrandsamen suchen. Ich habe noch nie von einem solchen Samen gehört. Aber die Waldelfen von Vashabar nennen die seltsame Seuche am Rand des neuen Waldes Wildbrand. Darum kümmern wir uns später. Finden wir zuerst Grünsprecherin Sorilen.
bevor sie noch Probleme mit der Rückbesinnung bekommt. Wir sollten Grünsprecherin Liren suchen und uns über diese Samen informieren. Erneut stehen wir der Rückbesinnung gegenüber. Diese Fanatiker sind aktuell einfach überall. Wir wurden schon einmal mit ihnen fertig, also sollte das kein Problem sein, richtig? Gehen wir in die Ruine und finden wir Grünsprecherin Sorilen. Was könnt ihr mir sonst noch über den Wildbrand erzählen? Nur, dass dies der Name ist, den die Waldelfen von Vashabar für das schmale Band der Verheerung am Nordrand des Neuen Waldes verwenden, das den Rest der Westauen von Dämmerholz trennt. Ich bin mir nicht sicher, was ein Wildbrandsamen sein soll, aber ich werde es herausfinden. Was wisst ihr über die Rückbesinnung? Ein Kult, der größtenteils aus verärgerten Waldelfen besteht. Er hat offenbar eine Verbindung mit den alten Aileiden, aber noch weiß ich nichts Genaueres. Deshalb bin ich auch wieder auf Abenteuern unterwegs. Ich will herausfinden, wer sie sind und was sie im Schilde führen. Ja, mehr können wir jetzt leider nicht mehr sagen. Diese Ranken, das ist der Eingang zur Ruine. Ja, ach, da unten. Dann gehen wir mal rein. Finden wir zuerst Sorilen, meine Freundin. Ja. Moment, da müssen wir hier runter. Da. Ich wusste es. Hier wimmelt es nur so vor der Rückbesinnung. Das sieht er an ein paar Sachen. Okay. Gehen wir erstmal hier. Moment, warum? Ah, jetzt ist es weg. Ich wollte gerade sagen, warum zeigt er mir jetzt immer noch die Markierung an? Dort vorne ist Sorilen. Was sieht sie sich da an? Fühlt ihr es, Beragon? Die Gravitas unserer Geschichte. Ihr habt recht. Diese Ruine ist unglaublich. Spürt ihr es? Die Macht der Aileiden durchdringt diesen Ort. Jahrtausende trennen uns von den Hochelfen des Herzlandes. Aber ich kann fühlen, wie ihr Vermächtnis durch meine Adern fließt. Es schmerzt mich, ihren Ruhm in dieser Ruine begraben zu sehen. Warum habt ihr uns hier heruntergeführt, Grünsprecherin? Nur um Beragons Willen. Dass ihr hier seid, ist unbeabsichtigt. Ich brachte Beragon hierher, um ihn an sein aileidisches Erbe zu erinnern. Die Rückbesinnung erinnert sich an ihre Vergangenheit. Dieses Land gehörte den Aileiden und wir Bosma sind ihre rechtmäßigen Erben. Klingt, als ob ihr die Rückbesinnung bewundert. Ganz und gar nicht. Aber einige ihrer Ansichten entsprechen den meinen. Davon abgesehen wollte ich Beragon meinen Fund zeigen. Eine neue Art Samen, ähnlich denen, mit denen wir Grünsprecher Baumdörfer wachsen lassen und formen. Aber anders. Er pulsiert vor einzigartigem Potenzial. Ihr meint den Wildbrandsamen? Helferpanzer! Überraschung ruiniert! Ich wollte ihm den Wildbrandsamen zeigen. Sprecht mit ihm über die Rückbesinnung, über die guten und die schlechten Punkte. Er möchte sich vermutlich den Samen holen, bevor die Rückbesinnung ihn sich schnappt. Ihr solltet euch beeilen. Sie sind in der Nähe. Ich werde mit Beragon zusammen nach dem Wildbrandsamen suchen. Der Wildbrandsamen wächst tief in der Ruine. Wir sollten uns aufteilen. Ich locke die Rückbesinnung auf eine lustige Verfolgungsjagd, während ihr und Beragon den Samen sucht. Und keine Sorge, wir treffen uns unterwegs sicher wieder. Und denkt an unsere Geschichte, Beragon. Könnt ihr mir sonst noch etwas über diese Aileiden-Ruine erzählen? Diese Art der Architektur geht zurück auf die späte meretische Ära. Sie ist ebenso majestätisch wie zweckmäßig. Vermutlich ist dies ein Ort der Daedra-Verehrung und der Ausbildung. Diese Aileiden waren offenbar große Anhänger der sogenannten Fürsten der Pfade. Wie werdet ihr den Truppen der Rückbesinnung aus dem Weg gehen? Wie gesagt, habe ich vor, einen Teil ihrer Aufmerksamkeit von euch auf mich zu lenken. Danach, nun, ich bin sehr verstohlen. Ich kann ihren Streifen aus dem Weg gehen. Und falls ich doch in Schwierigkeiten gerate, werdet ihr und Beragon mich sicher retten kommen. Nun gut, wir müssen da geradeaus und dann darüber. Da sollte der Samen sein. Boah, was war denn das?
war aber jetzt nicht einer von diesen Typen, die da standen, weil von denen hatte mich noch keiner entdeckt, als ich angeschossen wurde. Du siehst eklig aus. Mit dir will ich mich gar nicht beschäftigen. Geh weg da. So. Eigentlich soll der Samen hier sein. Die Kolonialer bauten auf unserem Erbe. Sie haben alles vergraben. Okay, der Samen soll nicht hier sein, sondern ich sollte nur da suchen. Verstehe. Und hier? Schließt euch mir an, Beragon. Die Rückbesinnung braucht Waldelfen wie euch. Endlich können wir unser rechtmäßiges Erbe einfordern. Okay, du bist kein Samen, du bist wieder eins von diesen Dingern, die mich hier kaputt machen wollen. Ich sehe schon, ich sehe schon. So, dann geht's da hoch. Also die scheint ja dann doch so ein bisschen irre zu sein, die gute Dame. Da links rum. Und hier. Och ja, bleib hier an jeder Treppe hängen. Diese Türen. Ah, ja. Probieren wir es mit denen. Wir müssen diesen Samen finden. Sorilen, wartet. Ich kann euch den Samen nicht überlassen. Ich werde nicht gegen euch kämpfen, Beragon. Es gibt noch andere Samen. Ich laufe ihr hinterher. Schnappt euch den Samen und folgt mir. Ey, das gilt nicht. Das war eine Abkürzung. Schnappt euch den Samen und folgt mir. Dafür muss ich aber erstmal wieder so ein Viech kaputt machen. Warum springt der immer woanders hin? So, Wildbrandsamen. Ich war jetzt gerade am gucken, aber da hinten sind nur Blumen. Ja, schließt zu Aragorn auf. Wieso soll ich das von links aus machen, wenn der nach rechts rausgelaufen ist? Aber gut, ich folge jetzt mal hier dem... Und dann ist das nämlich komplett auf der anderen Seite. Das habe ich mir schon gedacht. Nee, nee. Nicht mit mir. Dann laufe ich lieber hier rum raus. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob ich da überhaupt hochkomme, wenn ich jetzt ehrlich bin. Moment, ich müsste da rum. Die Rückbesinnung möchte Gerechtigkeit, Beragon. Da ist er für doch. Alle, Bosma. Blut und verdrängte Familien sind keine Gerechtigkeit. Wir sind schon ewig Freunde. Warum vertraut ihr mir nicht? Die Rückbesinnung hat dieses Dorf zerstört. Welchen Schaden hat dieses rapide Wachstum sonst noch angerichtet? Ich dachte, ihr würdet es verstehen. Ich dachte, ihr könntet es sehen. Lebt wohl, Beragon. Nein, Sorilen. Was? Ja, wo ist er? Da. Ich konnte sie nicht einfangen. Ich kenne Sorilen fast schon mein ganzes Leben. Sie lag mir am Herzen. Ich sah sie immer als Freundin, vielleicht sogar als mehr. Warum erkannte ich nicht, dass sie in die Fänge der Rückbesinnung gefallen ist? Vielleicht hätte ich etwas tun können. Fäule, das tut weh. Grünsprecherin Sorilen erwähnte Gerechtigkeit und ein Erbe. Wisst ihr, was sie damit meinte? Sie behauptete immer, dass das aileidische Land den Waldelfen gehörte, aber bisher war das rein theoretisch. Es klingt, als würde die Rückbesinnung versprechen, dies wahrzumachen. Vielleicht wollten sie deshalb den Wildbrandsamen. Apropos, konntet ihr ihn beschaffen? Ja, hier, bitte sehr. So einen Samen habe ich noch nie gesehen. Er fühlt sich falsch an. Ihr arbeitet mit Leramil zusammen, nicht wahr? Sie muss wissen, was wir hier entdeckt haben. Wir warten in Skingrad auf euch. Ich habe dort ein Stadthaus. Oh, und nehmt das hier. Das habt ihr für eure Hilfe mehr als verdient.
Ja, und damit erhalten wir ein einhändiges Schwert in Geschärft von Aleiden-Refugium. Ja, meine alte Freundin ist einem brutalen Kult beigetreten, aber wir beide haben heute wirklich Gutes getan. Wir haben die Leute in Ostumir gerettet und verhindert, dass die Rückbesinnung an diesen Samen kommt. Trefft Leramil und mich in meinem Stadthaus in Skingrad, wenn ihr bereit seid. Warum sollte sich Grünsprecherin Sorilen der Rückbesinnung anschließen? Ich bin nicht sicher. Die Rückbesinnung verbreitet gern Sprüche, die zu vielen der wichtigsten Überzeugungen von Sorilen passen. Ich hielt diese Überzeugungen letztlich nur für Träumereien, doch die Rückbesinnung scheint sie in tödliche Taten umzusetzen. Ich frage auf jeden Fall nach ihren Gründen, wenn wir uns das nächste Mal begegnen. Meint ihr, dass das Erdbeben und der Wildbrandsamen zusammenhängen? Ich weiß über beides nicht genug, also müsste ich ins Blaue raten. Wenn Ostumir wahrlich das Epizentrum des Neuen Waldes ist, könnte das Land dort einfach instabil sein. Oder vielleicht ließ Üffre den Boden erbeben, um uns zu warnen und unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, und damit haben wir dann auch diese Aufgabe erfolgreich beendet. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge in dieser Stadt, die er eben genannt hat, wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.